Obwohl es genau genommen mit Geburtsnamen als mit Otto Wolfgang Schulze, mit Rufnamen Wolfgang Schulze, ist entstammt einer großbürgerlichen Familie in Dresden. Der Vater arbeitete als Jurist im Ministerium. Schulze ist 1913 in Berlin geboren worden. Und Das Besondere ist, dass Will Grohmann, einer der einflussreichsten Kunstkritiker des 20. Jahrhunderts, dieses grafische Werk sehr früh, wenige Jahre nach dem Tod von Wolfs ist in Paris mit 38 Jahren gestorben. Und Will Grohmann hat dieses grafische Werk sehr früh entdeckt, erkannt, hat sich dafür interessiert und hat ein Werkverzeichnis zu den Druckgrafiken von Wolfs verfasst. Verzeichnis wurde 1959 erstmals in einer Kunstzeitschrift publiziert. Und diese Ausstellung baut im Grunde auf diesem Werkverzeichnis und aus dem Text, auf den Text, den Grohmann darin geschrieben hat, auf. Es gibt vier Ausstellungsräume und jeder Raum ist gegliedert durch ein Zitat von Will Grohmann. Außer in dem letzten Raum, wo Sartre derjenige ist, der das Zitat geliefert hat. Und diese Zitate stammen aus dem Werkverzeichnis, das Grohmann zu Wohls, zu seiner Druckgrafik verfasst hat. Wohls gilt als einer der Gründungsväter des europäischen Informel. Das heißt, das ist sozusagen die Kunst des Formlosen, der Nichtform. Und genau das ist das, was die Grafiken von Wohls auszeichnet. Sie deuten Formen an, Gegenständliches, Pflanzen, Städte, ja, Gesichter auch teilweise, aber führen diese Form nie vollständig fort, sondern die Formen lösen sich wieder auf in was anderes, in Fantasiegebilde. Wir haben diese Grafik dort drüben, die den Hilfstitel Knollengewächs trägt. Man kann Pflanzen erahnen, man kann auch eine Knolle erahnen, aber die Form verliert sich wieder, die Striche gehen in etwas anderes über. Genauso ist es mit dem Frauenakt oder mit dem Bild, das den Hilfstitel Akt trägt. Man kann eine Frau von hinten erahnen, man kann das Gesäß erahnen, aber bei den Schultern, beim Kopf verliert es sich in etwas anderes. Und das Knollengewächs ist noch das gegenständlichste Bild. Alle anderen Kaltnadelradierungen stellen was dar, was sie andeuten und ja, nicht fortführen. Die Formate, die Größe der Grafiken sind typisch für Wolfs. Er hat immer in sehr kleinen Formaten gearbeitet und er hat mal den schönen Satz gesagt, dass das Maß der Handfläche ihm heilig ist. Also ja, alle Grafiken sind sozusagen im Maß der Handfläche von Wolfs, wenn man das so symbolisch sagen möchte. Wolfs ein sehr interessanter, sehr spannender Künstler war, der sehr vielfältig war, der sich für vieles interessiert hat, der vielleicht nichts so ganz zu Ende gebracht hat, aber er war sehr talentiert und auch wenn sein druckgrafisches Werk nur nicht sehr umfangreich ist, es ist sehr eindringlich und sehr, sehr bedeutend.